Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Last Epoch. Wir sind mit diesem geilen Bild ja in dieser Gegend gewesen. Das ist das letzte Waypoint, das wir genommen haben. Wir haben ja noch eine Map gemacht. Wir können später dann immer wieder ein paar Maps machen. Aber auf jeden Fall will ich ja die Stories natürlich durchmachen wegen den Skillpoints und so. Und ich bin momentan an einem extrem unbekannten Bild dran, der mega OP ist. Wieso sind so viele OP, Builds OP? Ich denke mir einfach nur, vor ein paar Patches waren noch viele Builds einfach viel zu schlecht, weil sie zu wenig Damage gedrückt haben und zu wenig ausgehalten haben. Und jetzt sind eigentlich recht viele Builds sehr OP geworden. Und ja, das ist natürlich für mich nicht weiter schlimm, aber vielleicht für euch. Also wenn ihr ein bisschen mehr Ding haben wollt, ein bisschen mehr Schwierigkeiten, dann müsst ihr am besten noch ein bisschen warten. Ich mache aber so schnell wie möglich eigentlich alles durch. Nur ist es in einem Let's Play natürlich viel länger. Ja. Wenn das sozusagen immer wieder so macht, dass man immer wieder warten muss wegen den Hochladen und so weiter. Und deshalb bin ich manchmal eventuell auch nicht mehr so drin im Bild, also ich das irgendwie nicht mache, nicht drücke oder sonst irgendwas. Aber jetzt momentan müssen wir auch nicht gegen schwere Gegner drücken, wir natürlich die verschiedenen Spells. Ich habe hier einfach, weil ich jetzt noch ein Level Up Ding, ich habe noch ein paar Wiederholungen gemacht bei einem Gebiet, nämlich dem Schiff mit dem Boss drauf. Und deshalb habe ich hier schon 3 Punkte. Und jetzt können wir das nehmen, dass die Monster mit uns lieben. Geil. Das sieht so lustig aus wie in einem Comic. Ja, yeah, Baby. Die müssen wir auch schnell. Das ist krass. Sieht so geil aus mit 2 von diesen Schlag-Nachwirker-Ding. Das ist irgendwie so in den Games und in den Filmen so beliebt geworden. So heutzutage öfters solche Spiele, wo man diese Slash-Animationen sieht. In diesem Spiel passt ja auch, das ist ja eher Comic als Real Life. Also Realismus. Wir müssen irgendwie da oben hin, hä? Ach, diese Rollmops. Ich hätte gerne einen Rollmops im Teller. Nein, nicht dort drüben. Nein! Eieiei, die tauchen halt immer wieder auf. Vor allem die Rays. Ah, wir gehen jetzt zuerst dort drüber. Ja. Ich habe Itaras oder so ein neues Helm ist es gewesen, gefunden. Nein, es war nicht der Helm. Es war irgendwas anderes, aber ich suche das letzte Ding. Ja, Item von diesem Set. Habe ich nie gefunden. Das letzte. Ich glaube, es hat 3. Und dann hätte ich für den Beat, den anderen Beat, echt gute Fortschritte. Dann könnte ich euch das so schnell wie möglich zeigen mit dem Endgame. Ich glaube, Level 90 ist das Maximum Level. Und ja, das ist der Gegner. Ja, werden wir dann sehen. Also das Mann, es spammt doch nicht immer so. Ich habe doch keine Chance zu heilen. Unglaublich. Frechheit. Das sieht man nicht, ich habe einfach keine defensiven Items. Das ist unglaublich. Defensiv ist gleich 0. Ich muss echt auf die Defensive schauen. Aber ich habe irgendwie auch nicht so Lust. Das ist unglaublich. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht mal mehr lieben, weil ich eingefroren war. Fett. Das Spiel ist einfach broken. Ja, es freut mich ja, aber Attack Speed ist ja auch gut, aber ich möchte zuerst hier hin, ne? Ja. So Buffs möchte ich unbedingt auf diesem Ding haben. Auf diesem Lip Slam. Ich brauche den Cooldown irgendwie drücken. Glaube ich auch. So. Ja, wo ist jetzt dieses Korbikon? Wie ist das einfach? Mann, es
Die Leute nerven sich, dass die Monster einfach zu viel spammen können. Und jetzt spammen auch die Mobs, die Bosse. Das haben sie vorher nicht so extrem gemacht. Die sind irgendwie immer im Rage-Modus. Da müssen wir unbedingt schauen, dass wir in den Maps nicht ragen einstellen. Das ist zu heftig einfach. Es ist einfach broken. Dass Bosse einem eigentlich so richtig fett legen können, geht einfach nicht. Man will ja nicht immer so mega tanky spielen. Aber nee, das Spiel zwingt mich. Oh, das ist jetzt ein bisschen so tot. Physical Damage ist ja auch gut, aber der ist irgendwie zu breit. Das lohnt sich nicht so. Und hier. Bleed Duration. Aber das ist nur für Aspect of the Viper Effekt. Könnte vielleicht für den Poison Build noch gut sein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, die Idole sind einfach nicht gerade so. Das muss ich unbedingt mitnehmen, weil ich ja auch auf anderen Item Cleansing Blow Lauf craften muss. Ja, wir finden wieder tolle Items, ne? Das ist schon mega Spaß. Aber Probleme hat man halt noch, aber gut. Das ist mir nicht so schlimm, ja, ich sterbe auch gerne ein bisschen, also nicht so gerne natürlich, ich bin kein Masochist, aber wenn ich mal sterbe, dann bin ich nicht sauer. Ich bin nur ein bisschen aufgeregt, so, nein, nicht, ich will doch nicht sterben. Aber so richtig sauer bin ich nie mit meinem Tod. Und ja, in heutzutage Spielen stirbt man halt so oft, weil das Balancing echt dreckig ist manchmal. Das ist leider in Last Epoch auch immer so ziemlich ein Dreck. Aber gut, die Spiele müssen ja auch zuerst ein bisschen, ja, so ungefähr 5 Versionen weiter als die Vollversion sein, damit endlich das Bronzing auch mal ein bisschen angepackt wird. Also in Action, also in Hack and Slays müsst ihr wirklich nicht böse sein, wenn ihr sterbt. Oder selber zu OP seid. Das ist einfach so, das Bronzing ist immer Schwierigkeiten, hat immer Schwierigkeiten in Games. Nennt mir mal bitte ein Game, das perfektes Balancing hat, also wirklich für euch tolles Balancing hat. Nennt es mal bitte. Ich kenne keins. Ich spiele wirklich sehr gerne viele Spiele und achte auch nicht so aufs Balancing. Aber das ist schon heftig, dass man einfach mega Balancing-Probleme hat in den Games. Vor allem eben in den neuen, in den ja nicht gerade so fortgeschrittenen Studios, also nicht so große Studios und so. Das ist klar. Und dass zum Beispiel, ja, Skyrim immer noch Probleme hat. Ihr müsst ja verstehen, Skyrim ist seit 2011 raus. Es wird nicht mehr gepatcht. Aber es hat auch mega Balancing-Probleme, dass man eigentlich gezwungen wird, mit Mods zu spielen. Mit Balancing-Mods. Und das ist schon gewaltig extrem. Weil ich lieb's ja, Skyrim. Aber kaum hat man 2 oder 3 Begleiter sind schon zu mächtig. Ohne dass man irgendwas auf Damage gemacht hat oder auf Verteidigung, nur aufs Craften konzentriert hat, ist man sofort overpowered. Das könnte vielleicht etwas für uns sein, aber wir haben keinen Platz. Physical Damage, Bleed Duration, Damage Overtime, das ist es. Aber das ist ziemlich schon. Ja, eigentlich nicht besser, weil wir auf Bleed Damage gehen. Also. Ja, werden wir dann sehen. Wir müssen uns ein bisschen entscheiden können. Da könnt ihr auch gerne ein bisschen helfen. Wenn irgendwie ein Item seht, das für mich noch besser ist, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben, weil ich bin schon ein bisschen abhängig von euch, weil ich das Spiel jetzt. Ja. So ziemlich auch ausnutze. Also. Auch gerne ein bisschen. Stärke sein möchte und so und es noch nicht ganz gut verstehe. Aber Dankeschön für das Ding, also dass ihr das Video auch gerne schaut. Die Let's Play Parts von Last Epoch. Ich werde natürlich öfters jetzt Videos machen. Ich bleibe aber jetzt gerade momentan noch auf einem pro Tag oder auch eventuell 2. Aber es ist natürlich schon so, dass ich halt den ganzen Tag Sport mache und das auch recht wenig für mehr als 2 oder 3 Parts pro Tag habe.
Spitzenzeiten mache ich 4 Parts, aber dann bin ich wirklich entweder nicht fit genug zum Sport machen oder dass ich dann einfach ein bisschen länger wach bin oder so. Das kann ich kaum. So viel Sport. Das ist extrem, wie viel Sport man macht. So muss ich jetzt hier runter wieder. Habe ich da etwas vergessen? Ich schaue nie auf die Minimap. Weil ich eigentlich das hier kennen würde. Ah, da kommt man gar nicht durch. Deshalb. LOL, Drago. Ich muss jetzt irgendwo hier runter. So, jetzt hier. Okay, dann verstehe ich ja das, dass man jetzt hier zuerst unten Gebiete macht. Genau. Das haben wir beim. Das haben wir damals gespielt. Das ist beim Riesen Beastmaster gewesen. Auf jeden Fall haben wir das erst gemacht. Ich hätte es nicht wissen müssen. Aber gut, es ist schon verwirrend. Erinnern sich an die Maps. Ja, nicht gerade so, weil immer wieder etwas anderes ist und so. Wieder verändern. Und ja, jetzt kommen ja auch noch Details hinzu, dann wird man wahrscheinlich noch weniger wissen, wo man genau durch will. Durch muss. Ja, aber ihr merkt, dass die Gegner einfach viel mehr reinhauen. Deshalb muss ich unbedingt defensiver jetzt werden. So, geh jetzt rein. Tschüss. Bin natürlich auch wieder ein bisschen froh darüber, dass es schneller geht und deshalb ein bisschen schnell am Spielen. Aber ich kann ja auch ein bisschen langsam spielen. Aber für euch macht das sicher auch mehr Spaß, wenn ich ein bisschen rasch. Nur eben die Minions halten halt immer wieder alle Gegner auf, das muss ich mit allen blocken. Jetzt habe ich dann keine Minions, wenn ich dann spielen muss. Ah, genau, der muss ich besiegen, ja. Nein, nein. Oh, jetzt hab ich Schaden gemacht. Ist das der Gegner? Nee, das ist ein anderer. Aha. Es gibt keinen Boss, oder? Der Boss kommt erst jetzt. Okay. Ja, ich kenn's nicht. Also, ich spiele einfach zu wenig müde. Das Spiel. Dass ich immer wieder so leicht das vergesse. So, endlich Hawkwings. Nein, das ist nicht das. Ah, das ist das mit dem Mast. Ne, das hier, hä? Das ist ja gar nicht so wichtig. Ich bekomme ja schon ständig Speck of the Shark über. Ich denke, ich mache zuerst ein paar Punkte in Hawkwings. Ja. Der Invoker. Okay. Haben wir auch schon ein paar Mal. Also ab Level 49 ist gleich das nächste. Ja. Okay. Dann können wir dann noch den ein bisschen besser machen, weil. Schaut euch das ab, das MP an. Das frisst extrem viel MP, das müssen wir ein bisschen reduzieren. Unbedingt Nekrotik-Resistenz Skill hochmachen. So, jetzt schauen wir uns das mal an. Ja, gut. Jetzt sieht man es natürlich nicht so. Bei zählen Gegner mal machen. Bitte zähere Gegner. Dankeschön. Oh ja, Wolf. So, was müssen wir hier skillen? Wir könnten ein bisschen Attack und Movement Speed machen. Nein, ich wecke. Ich bin ja schon wach. So, weg damit. More Damage. Melee, Critical Stun Change. Ja. Eindeutig. Hier noch ein Punkt rein. Machen wir hier 3 und dann hier. Friendless. Ja, es zieht schon dran. Also nochmal warten.
zieht er aber ganz langsam. Das zieht einen und die Gegner natürlich. Lass uns hin. Das verzweifle ich ja nicht, wenn es steht. Aber ein bisschen langsam. Aber gut, es ist sicher auch für uns wert. Nein! Nicht so schnell killen. Also schnell spammen von diesen blöden. Ja. Necrotic Damage. So. Also sind wir fertig, hä? Die haben wir gemacht. Ah ja, der andere Charakter ist noch schneller als der hier. Ah, hier ist es. Okay. Dann haben wir das gemacht, so. Und ich denke einfach, man könnte wirklich so ein Mega Speed Dornenbild. Gibt es schon Dornenbild? Ich glaube, das ist noch zu schwach. Aber einfach so durchlaufen ständig. So mega zäh sein. Und dann einfach die Arena gewinnen, weil man nichts tut. Ja. Ja, es gibt Builds, die schaffen wirklich so 300 Maps oder Arena-Stufen. Ich weiß nicht, welches von beiden es ist. Das ist schon heftig, ey. Also wenn man bedenkt, wie schwer manche Games sind, ist Last einfach wirklich leicht. Weil man einfach noch viel zu OP ist. Aber ich würde gerne mehr Bildvariationen wünschen. Dass das nicht jeder Bild zum Beispiel diesen Frenzy-Toten verwenden muss und so. Aber das ist, liegt dann an den Entwicklern. Also sie müssen schon auch ein bisschen mehr in Form aktiv sein und so. Ein bisschen selber auch mehr denken. Dann wird es ein Traumspiel. Es wird der Traum. Also das machen wir, wie gesagt. Könnten wir aber schon machen, aber... Ich sehe, das ist... Ah ja, wir können ja das wiederholen, also später noch machen. Weil ja, dann sind die Gegner stärker und ja, werden wir besser. Genau. So, das Asthma macht mir wieder ein bisschen Probleme. Schade, Spinnen sind die Krass. Ja. Bin mal gespannt, wie es aussieht, wenn wir dann wirklich das Spiel ausquetschen müssen, also so stark wie möglich sein müssen. Jetzt momentan sind wir halt so schwach wie möglich in der Defensive, aber gut. Also, da haben wir. Dann machen wir doch mal noch Landing Area. Hit Damage ist jetzt nicht so wichtig. Nee. Attack Speed, ja? So. Heftig. Das ist schon heftig, wie wir jetzt angreifen. Oh Gott. Sie werden alle bluten. Ja, kann das sein, dass es ein bisschen leckt? Ja, ich habe hier ein bisschen weniger FPS. Ich habe nur 37 FPS jetzt kurz gehabt. Sonst habe ich immer 60. Ist eigentlich immer am Lecken. Ja, und jetzt? Gut. So. Ja. Also, machen wir das noch fertig und dann mache ich im nächsten Part den Boss. Ja. Den richtigen Boss vor der Beta, also Anfangsbeta. Ja, das ist der Endboss da. Ne? Also noch ein bisschen weiter nach rechts, da wo gesperrt, da wo die. Ja, Ding gewesen ist. Das Portal, also diese Rune. Bevor wir in dieses Gebiet eingegangen sind, genau. So. Jetzt müssen wir hier noch einmal rein. Das Diamant-Siegel, ja, machen. Der wird immer noch sehr schnell hoch. Der Leap Slam. Nee, so viel Damage drin.
Sollte nicht so blind in manche Gegner reinlaufen, aber. Oder hüpfen eher. Es ist natürlich durch die Geschwindigkeit, die ich jetzt zulege, auch ein bisschen komplizierter. Die Gegner werden stärker. Das werde ich natürlich auch wieder vergleichen und das andere rauswerfen. Wenn ich jetzt mehr Platz hätte im Lager, könnte ich da auch mehrere Units gleichzeitig nehmen. So, jetzt das nächste Mal rechts unten dann, an diesem Punkt. Jetzt müssen wir hier noch hin. Oder müssen wir einfach zurück? Ja. Ah, jetzt ist es fertig. Jetzt können wir da durch. Jetzt müssen wir anfangs Gebiet wieder hin. Ja, gehen wir mal durch. Safe. Ja, was haben wir? 21, ja. Ich habe ja gesagt, dass ich nicht mehr so 30 Parts mache wegen YouTube, dass die einfach immer so lange brauchen. Deshalb reicht das auch. Glancing Blow, und dann haben wir den Helm. Das ist eigentlich ziemlich guter Shit. Ne, ist nur 5. 110. Zu schwach. Boah, wie fett! 3 breit. Das ist echt gut für einen Ding. Bär-Bär-Bild, aber den finden wir sicher dann auch nochmal irgendwann mal. Weil wir ja nicht, Spell-Damage machen, machen wir mal diesen weg. Jetzt sind wir recht viel defensiver. Und dieses Schild mache ich mal hier hin. So. Und die Udois mache ich wie immer auch hier hin, aber ist langsam voll. Machen wir die mal hier hin. Ja, weil ich ja öfters Probleme habe, die Unix zu finden, mache ich die mal hier vorne rein. Bei den Unix. Und ich werde jetzt noch ein bisschen eben den anderen Charakterbild spielen. Den dritten. Den zweiten habe ich ja jetzt momentan einen Freeze gelegt, weil er nicht so die Items hat der Höhe. Aber ja, gut, dann äußere ich mal die Items rüber. Und sage euch Dankeschön fürs Zusehen. Ist richtig toll, dass es momentan so gut läuft. Weil ich ja nicht, also kaum immer so ein bisschen vorwärts gekommen bin. Ja, wir werden sehen, wie es weitergeht. Bin ja meistens nicht so am Greeden von Abonnenten und Likes oder so. Aber dürft gerne mal, ihr wisst schon, auch ein bisschen Kommentare schreiben und so. Es kommen zwar auch wieder mehr Kommentare. Oder meistens eher bei Regnum. Und ich freue mich aber auf jeden Fall. Also ihr seid wirklich meine Könige. Also ihr dürft wirklich selber entscheiden, was ihr machen sollt bei mir. Ihr müsst mich nicht zuschauen. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch andere Let's Play oder Livestreamer schauen. Aber ich bin Fußballer und werde wahrscheinlich mit Fußball eher zu Erfolg kommen, deshalb ist es eine Schnuppe, aber ihr seid wirklich tolle Fans und macht weiter so. Und ja, eben, nächster Part kommt morgen früh dann wieder. Und ja, dann eventuell auch ein Livestream irgendwann mal heute Abend oder so. Also nicht wundern, dass ihr im nächsten Part dann plötzlich einen Level 60 Charakter habt, aber ich werde eher den anderen Bild in den Livestreams machen. Also nicht wundern, dass ich in den Livestreams dann einen anderen Charakter habe. Aber dann werden wir mal sehen. Heute am Nachmittag, nein, am Nachmittag mache ich Sport, aber ja, ihr wisst es. Bei mir ist es nicht so, also da kommen die Videos random, oder? Und die Livestreams kommen random. Einfach bei mir folgen auf twitch.tv/dragobasler und hier halt eben abonnieren.
schauen halt immer sehr viele Nicht-Abonnenten meine Videos. Und ja, ich hoffe, dass es auch ein bisschen vorwärts gehen kann bei mir. Die Qualität wird euch danken, weil die Qualität wird steigen, wenn ich natürlich auch ein bisschen Geld habe über Spenden. Typestream.com/DragoBasler oder einfach den Link unten in der Videobeschreibung anklicken. Dann könnt ihr mir auch ein bisschen spenden. Ist aber eben alles freiwillig, gell? Tschüss!